treiben und in die totale Erschöpfung treiben. Dann Felix Sturm, viermaliger Weltmeister im Mittelgewicht, technisch brillant, leichtfüßig, beweglich und mit tollen Reflexen gesegnet. Eigentlich lieben ihn deshalb Boxer, die klassisch kämpfen, nach vorne gehen und offensiv den Kampf suchen. Da kann er auf schnellen Beinen ausweichen, kontern und seine Treffer setzen. Aber kann Sturm auch diesen permanenten Druck von Stieglitz ertragen? Das ist für mich die Kernfrage dieses Kampfes. Sturm muss sich auf jeden Fall wieder mehr bewegen als bei seinem letzten Kampf gegen Sam Soliman. Und Stieglitz darf seine Angriffe nicht nur so runterspulen wie teilweise gegen Abraham. Hier setzt er sich erstmals gut in Szene und zeigt, dass er seine Marschroute durchziehen will. Und das ist der bedingungslose Angriff. Nach vorne gehen, den Gegner zerstören und aufreiben. Von Stieglitz wissen wir, wie er kämpft, was wir von ihm erwarten können. Die große Unbekannte hier in dieser Gleichung ist die Verfassung von Felix Sturm. Was hat er drauf? Wie wird er boxen? Felix Sturm wurde hier begeistert empfangen von den 6500 Zuschauern. Aber ein frostiger Empfang für Robert Stieglitz, der wurde ausgepfiffen. Ich weiß nicht, ob ihn das beeindruckt hat. Vielleicht kann so etwas ja auch beflügeln. Beflügeln kann es vielleicht auch Felix Sturm, der hier gerade versucht, mit seiner Führung durchzukommen. Und wir sehen schon, dass das Tempo in dieser ersten Runde hoch ist. Da wird nicht lange taktiert und abgewartet. Und die Halle kocht. 6500 Zuschauer, die sich freuen in der Porsche Arena auf diesen Fight, den Deutschland herbeigesehnt hat. Guter Treffer von Felix Sturm. Links, rechts die Kombination. Und mit der Schlaghand im Ziel gewesen. Aber da kommt auch Stieglitz durch. Und wieder ist es Sturm, der mit der rechten eiskalt gekontert hat. Macht das ganz gut, weicht nach rechts aus, geht von der Schlaghand von Robert Stieglitz weg und kommt dann mit dem kurzen Haken rechts an den Kopf von Stieglitz. Das waren bislang ganz gute Treffer von Felix Sturm. Aber auch die Führhand von Stieglitz steckt ein. Die muss Sturm nehmen. Gutes Tempo. Eine heiß umkämpfte erste Runde schon. Und zweimal die Führhand von Felix Sturm. Der macht hier zu Beginn dieses Kampfes einen guten, konzentrierten Eindruck. Bewegt sich auf jeden Fall jetzt schon mehr als in der ersten Runde gegen Soliman. Jetzt bei Burger King, der King des Monats, der